Mark Forster, private Fotos. So der Sänger seinen Geburtstag. Mark Forster feierte am 11. Januar 2023 seinen 40. Geburtstag und zeigt seinen Fans einen Tag später, wie er seinen runden Ehrentag zelebriert hat. Auf Instagram teilt der Sänger selten private Fotos. Zeigt unter anderem, dass er ein Stück Bienenstich als Geburtstagskuchen bekommen hat und welche außergewöhnliche Karte ihm sein The Voice of Germany Team geschickt hat. Über ein Geschenk dürfte sich Forster allerdings besonders gefreut haben, einen personalisierten Stern, der seinen Namen trägt. Wüsste nicht, was besser sein sollte. Läuft doch. Viel Gefahr City Meet, abgehört. Gelesen, gegessen und getrunken. Danke an alle, die an mich gedacht haben. Noch paar Jahre. Dann Rente, kommentiert Mark Forster seinen persönlichen Geburtstagsbeitrag und bedankt sich bei seinen Fans mit einem Kussmundfoto. Am 5. Januar gab die Familie von Rosi Mittermeier bekannt, dass die Wintersportlegende im Alter von 72 Jahren in Garmisch-Partenkirchen gestorben ist. Die zweifache Olympiasiegerin litt an einer Krebserkrankung, doch sie habe ihre Lebensfreude dennoch nie verloren. Erst vor kurzem teilte ihr Wegbegleiter Markus Wassmeier, 59, gegenüber Bild mit, wie Gold Rosi mit der schrecklichen Diagnose umgegangen sei. Rosi war tapfer und positiv. So wie sie immer war. Bis zum Schluss. Als sie wusste, dass es nicht mehr weitergeht, hat sie es angenommen. Sie hat immer wieder betont, wie überglücklich und erfüllt ihr Leben war. Anführungszeichen. Einen Wunsch habe Mittermeier allerdings geäußert, nachdem er im Klinikum Großhadern erfahren hat, dass keinerlei Hoffnung auf Heilung bestünde. Imo Koam, habe die Bärin laut Bunte gesagt. Sie habe nur noch nach Hause gewollt, um ihre verbleibende Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. So kam es auch, Rosi Mittermeier schloss im Kreise ihrer Liebsten für immer die Augen. Eigentlich versucht Lena Meyer-Landrut, 31, ihr Privatleben streng geheim zu halten. Insbesondere wenn es um ihre Eltern geht, hält sich die Sängerin bedeckt. Doch nun macht sie ihrer Instagram-Community ein wunderbares Geschenk und teilt ein Foto mit Seltenheitswert. Zu sehen ist die kleine Lena auf dem Schoß ihrer Mutter. Beide lachen verschmitzt in die Kamera. Die unerwartete Rückschau hat auch einen Grund. Happy Birthday, mein Mutti-Schatz. Gratuliert die frühere ESC-Gewinnerin ihrem Herzensmenschen, ich feier dich heute. Danke für alles, schreibt sie und verziert ihre Liebesbotschaft mit einem Herzen. Ob die Mama sich unter ihren FollowerInnen eingereiht hat? Fakt ist, dass sie für ihre Tochter seit Kindesbeinen an eine große Unterstützung ist und ihr vor einigen Jahren mit Rat und Tat aus einer Sinnkrise geholfen hat. Dabei herrschte zuvor zwischenzeitlich eine Zeit der Distanz, wie Lena im Oktober 2021 im Interview mit Gala erklärte, ich muss gestehen, dass ich erst im Laufe dieser Entwicklung meiner Mutter wieder mehr Glauben geschenkt habe. Erinnerte sie sich, und stellte fest, es hat gut getan, wieder mehr Nähe zuzulassen. Wie gut, lässt Lenas aktueller Fotogruß wunderbar erahnen. Veronika Ferres, 57, trauert um eine gute Freundin, die Filmproduzentin Winka Wolf. Auf Instagram veröffentlicht die Schauspielerin eine Reihe von Bildern, die ans Herz gehen. Zwei zeigen die beiden Freundinnen zusammen, auf einem dritten sprüht die Produzentin vor Lebensfreude und winkt, passend zu ihrem Namen, in die Kamera. Winkas letzte Worte voller Leichtigkeit zu mir waren, Veronika, wir müssen jeden Tag genießen. Punkt, und ich bin so neugierig auf das, was da kommt. Das kenne ich ja noch nicht. Sie war eine ganz große Produzentin von Buddenbrooks, Glomi Sandé, Das Gelübde und viele mehr, Winka, du bleibst unvergessen, schreibt Veronika. Durch den frühen Tod ihrer Freundin wurde die 57-Jährige noch einmal daran erinnert, was wirklich wichtig im Leben ist. Voller Inbrunst appelliert Veronika an ihre Fans, nicht alles auf später zu schieben, sondern den Moment wahrzunehmen und wertzuschätzen.
Also lasst uns die Zeit genießen, die uns bleibt. Lasst uns nicht aufhören, die Zeit so zu nutzen, wie sie uns gefällt. Lasst uns Farbe in unseren grauen Alltag bringen. Lächeln wir über die Dinge des Lebens, die Balsam für unsere Herzen sind. Wir sollten die Zeit, die uns bleibt, mit Gelassenheit und Zuversicht genießen. Sick. Ihr Tod fand nicht nur in der Skisportwelt ein bestürztes Echo, als sich am 5. Januar 2023 die Nachricht vom Tod der sympathischen Ex-Skirennläuferin Rosi Mittermeier, 72, verbreitete, trauerte mit ihrem Mann Christian Neureuther, 73, und den Kindern Amelie, 41, und Felix, 38, eine ganze Nation. Gold. Rosi wurde die einen Tag zuvor in Garmisch-Partenkirchen verstorbene liebevoll von ihren Fans genannt, wegen ihrer Pistenerfolge, aber auch wegen ihrer einnehmenden Strahlkraft. Die Diagnose Krebs hatte sie laut Bild erst im August 2022 erhalten. Ihr Freund, Sportkollege und Wegbegleiter Markus Wassmeier, 59, weiß, wie sie in den letzten Lebensmonaten mit dem schweren Schicksalsschlag umgegangen ist. Rosi war tapfer und positiv, so wie sie immer war. Bis zum Schluss. Als sie wusste, dass es nicht mehr weitergeht, hat sie es angenommen. Sie hat immer wieder betont, wie überglücklich und erfüllt ihr Leben war, beschreibt der frühere Super-G-Star den mutigen und reflektierten Umgang seiner Freundin mit dem Unausweichlichen. Ihr sei bewusst gewesen, dass sie sich nicht um ihren Mann, Kinder und Enkelkinder sorgen müsse. Sie sind eine Einheit und fest eingebunden im Freundeskreis. Christian ist gefasst und nicht allein. Anführungszeichen. Haben Simone Tomalla, 57, und ihr Partner, der Berliner Eventdj Nicolino Hermano, etwa den nächsten Schritt gewagt? Das verliebte Pärchen ist vor dem schmuddeligen Winterwetter in Deutschland geflohen und verbringt derzeit sonnige Tage in Thailand. Im Fishermans Village am Beaufort Beach, im ältesten Dorf der Insel Koh Samui, genießen die beiden romantische Stunden. Schnappschüsse des Abends landen auf den jeweiligen Instagram-Accounts. Simone Tomalla sendet Grüße von ganz weit weg. Die Worte, die Nicolino Hermano für seinen Beitrag wählt, lassen jedoch aufhorchen. Denn er schreibt, fotografiert von meiner hübschen Ehefrau. Mehr verrät der DJ jedoch nicht und lässt seine gut 2600 Follower, innen im Unwissen darüber, ob er mit der Schauspielerin in Liebesdingen tatsächlich einen Schritt weiter ist, als die Öffentlichkeit bisher dachte. Knapp ein Jahr nach der offiziellen Trennung von Handballspieler Silvio Heinewetter, 38, zeigte die Mutter von Moderatorin Sophia Tomalla, 33, sich im August 2022 öffentlich mit ihrer neuen Liebe. Seitdem haben sich Simone und Nicolino mehrfach auf den roten Teppichen blicken lassen. Und wer weiß, vielleicht ja bald auch als frisch vermähltes Paar. Haben Sie die Prominus verpasst? Hier finden Sie die Prominus der vergangenen Woche. Verwendete Quelle: Instagram.com, Bild.de, bunte.de.